Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Jesus hat am Kreuz für dich die Freiheit errungen. Er hat den Sieg errungen, damit du frei sein kannst. Aber es ist deine Entscheidung, frei zu leben. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute das Thema Lebe in Freiheit. Es ist deine Entscheidung. Ich möchte mal zuvor beginnen mit dem Bibelwort aus 2. Mose. 2. Mose 6, Vers 7. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei befreit. Er hat uns von aller Sklaverei befreit. Und das Wunderbare ist, wir sehen hier die ganze Geschichte, die ihr kennt von Ägypten. Das Volk Israel waren Sklaven und sie sind befreit worden. Mose hat sich dafür eingesetzt und sie sind in die Wüste und haben dort das alles erlebt, 40 Jahre in der Wüste. Soweit mal vorweg, was ihr ja auch kennt. Und wenn ich heute sehe Ägypten, was ist unser Ägypten heute? Ägypten heute kann so vieles sein, aber es ist auch momentan unsere Zeit hier auf dieser Erde, unsere Krise und ich sage nicht unseren Virus, sondern der Virus oder was auch immer gerade finanziell und so weiter. Das ist dein Ägypten um dich herum. Dein Ägypten und du hast zum Teil auch Unterdrückung. Du darfst vielleicht das nicht, jenes nicht. Du musst Abstand halten. Du musst da vorsichtig sein, dort vorsichtig sein. Und so viele sind auch durch diese ganze Geschichte unter ein Joch gekommen, dass sie wirklich nicht nur fleischlich irgendwo beeinträchtigt, sondern auch dem Gemüt nach oder auch in andere Sache. Und so manche Tür ist schon wieder offen oder manches darf man wieder tun, aber viele Leute tun es nicht mehr, weil sie wirklich unter einer Last stehen, unter einer Angst stehen, unter einer Bedrückung stehen. Und sie sind in einem geschützten Raum, aber fühlen sich dort überhaupt nicht wohl. Das kann man ganz gut mit den in Ägypten mit dem Volk Israel vergleichen. Die Freiheit ist für jeden Christen da. Amen. Sie ist da und die kann nicht eine Politik oder ein Virus oder irgendwie was wegnehmen. Die Freiheit für dein Leben in Freude zu leben, die Freiheit für dein Geist in Fülle zu leben, die ist noch nie weggenommen worden. Und so viele verbinden das, wenn alles eingeengt wird, wenn du das und jenes nicht mehr tun darfst und da Vorsicht, dann wird Geist, Seele und Leib gleichgeschaltet. Und da müssen wir aufpassen, da möchte uns Gott herausführen. Es sind Umstände, es sind Regeln, die wir bekommen haben von unserer Autorität, von der Regierung, die wir einhalten müssen. Wie auch Straßenregeln. Wenn du nur noch 30 in den Ortschaften fahren darfst, bist du dann auch in deiner Seele bedrückt und sagst, ich mag nicht mehr leben, ich muss überall nur 30 fahren. Aber im Prinzip ist das, die anderen Einschränkungen im Prinzip genau dasselbe. Und wir haben uns zum Teil bedrücken lassen und kommen da so schwer oder manche vielleicht gar nicht mehr raus. Als das Volk Israel zum Roten Meer kam, kamen sie dort an, nicht als Befreite,
sondern sie haben sich gefühlt als Sklaven mit Ortwechsel. Sie waren nicht befreit, sie haben die Befreiung nicht innerlich erlebt, sondern sie waren dort als befreite Sklaven. Und sie haben Ägypten verlassen, aber sie waren immer Sklaven auf der Flucht. Und ich glaube, so mancher kann sich da wieder erkennen. Als Sklave von der Welt, Sklave vielleicht von mancher Situation, die du in den letzten Tagen erlebt hast. Als Sklave rennst du immer dieser Sache davon. Du bist immer auf der Flucht und fühlst immer irgendwie was. Ich muss rennen, sonst tut mich irgendwas fangen. Und ich denke, dass diese Grafik auch das ein bisschen symbolisiert. Ein Sklave gehört, solange Sklave ist, irgendjemand. Und ein befreiter Sklave ist kein Sklave mehr, stimmt's? Ein befreiter ist, und wie viele Christen fühlen sich als befreiter Sklave? Oh Herr, ich bin ein großer Sünder. Ja, du bist kein Sünder mehr, wenn du zu Jesus deine Sünden gebracht hast. Dann bist du frei. Und viele tragen mehr Last und auch Lasten von anderen auf sich. Und das sollen wir wirklich nicht tun. Pharao hatte wirklich das Recht, die Kinder Israel, Israels Volk wieder zurückzuholen, weil sie haben sich immer noch als Sklaven gefühlt. Immer noch, wir gehören zu diesem System. Und sie haben ja irgendwann auch mal gesagt, wir wollen lieber wieder zurück. Mancher fühlt sich als Sklave wohler als jemand, der frei ist. Weil ein Sklave bekommt auf jeden Fall was zu essen, bekommt seine Unterdrückung, auch an das können sich Menschen gewöhnen. Ich glaube, das sollte man alles über Bord schmeißen. Rennst du von deinem Zustand weg? Rennst du von deinem Zustand weg oder bist du frei? Ja, also ich brauche mal wirklich eine Stunde Ruhe, dass ich meine Kinder nicht mehr sehe, dass ich meinen Mann, meine Frau nicht mehr sehe, dass ich meine Arbeitsstelle nicht mehr sehe. Ich brauche mal ein bisschen Ruhe. Das ist ein Wegrennen. Oder lebst du in Freiheit? Du hast die gleiche Situation, aber du hast die Kraft dazu zu sagen, Herr, ich gebe dir meine Familie, ich gebe dir meinen Ehepartner, ich gebe dir meine Arbeitsstelle. Du siehst, wie es da aussieht, ich gebe es dir, aber ich danke dir dafür, dass du mich von aller Last befreit hast. Rennen wir davon oder sind wir wirklich frei? Die Frage darfst du dir heute Morgen stellen. Rennst du von deiner Situation immer davon, hast immer eine neue Idee, wie du davon rennen kannst und sie rennt dir hinterher und du fühlst dich immer, jetzt fängt es mich gleich. Solange wir ein davon rennender Sklave sind, hat jemand wirklich das Eigentumsrecht. Ich habe es euch gerade gesagt. Gott hatte alles getan, dass du trotz Ägypten frei sein kannst, hat Jesus gesandt. Jesus hat am Kreuz für dich die Freiheit errungen. Er hat den Sieg errungen, damit du frei sein kannst. Aber, jetzt wollte jemand klatschen, warte noch den nächsten Satz. Okay, der zweimal klatschen. Aber es ist deine Entscheidung, frei zu leben. Jetzt darfst du klatschen. Es ist eine Entscheidung. Die Freiheit wird dir nicht übergestülpt, sondern du musst dich entscheiden, ja, ich nehme das an, was Jesus für mich getan hat und lebe in dieser Freiheit. Dass dein Geist frei ist, deine Seele frei ist, meine Seele lobt und jauchzt dem Herrn und vielleicht mit Mundschutz, macht nichts, aber du bist frei. Und manche sehen den äußerlichen Zustand bei dir oder um dich herum, die Einengung und die ganze Einengung wirkt auf dich, auch auf Geist und Seele. Der Weg aus der Sklaverei geschieht durch das Beginnen in der Freiheit zu leben.
Stell dir vor, du buchst einen schönen Urlaub. Du kannst momentan nicht überall hin, egal, aber stell dir mal vor, du fliegst dorthin, du wirst in dein Hotel gefahren und du siehst den schönen Strand von deinem Balkon aus, aber du sitzt 14 Tage in deinem Hotelzimmer und sagst, ich bekomme nichts zu essen, ich kann nicht in dem schönen Wasser schwimmen, ich kann nicht mit dem Ausflugsboot fahren, ich kann nicht tauchen, schwimmen und ich kann nicht genießen, ich kann keinen Stadtbummel machen. Ach, ist das alles so doof. Du musst dich entscheiden, die Türfalle, die Türklinke in die Hand zu nehmen, rauszugehen und in diesem Umfeld wirklich zu gehen. Und so ist es auch jetzt in deinem Leben. Alles so eng und alles. Lebe in der Freiheit. Ich sage nicht, übertritt irgendwelche Regeln, nein, aber Geist und Seele, lebe in der Freiheit. Und dann schaut auch, wenn du eine Maske brauchst oder was auch immer, dann schaut auch ein ganz anderes Gesicht dahinter vor. Bei so vielen habt ihr schon gesehen, passt der Eindruck zur Maske. So richtig bedrückt. Ach, ist das eine Last und oh, ich kann es nicht mehr ausstehen. Das muss keiner mehr sagen, das siehst du den Leuten an. Aber ich sage dir, mach da nicht mit. Sie haben einen Ortswechsel gemacht, aber sie hatten noch nicht ihre Gewohnheit gewechselt. Wisst ihr, in die Unterdrückung, da kommt man viel schneller rein wie in die Freiheit. Aber ich sage dir, wechsle deine Gewohnheit. Geh nach Hause und freue dich, dass Jesus für dich lebt. Freue dich, dass für dich ewiges Leben da ist. Freue dich, dass jemand da ist, der für dich sorgt. Freue dich, dass jemand da ist, der dich heilen möchte. Freiheit ist für Geist, Seele und Leib. Das ist völlige Freiheit. Wahre Freiheit ist erst, wenn dein Verstand auch in Freiheit lebt. Die ganzen Medien berichten oftmals nur von, wie alles schlecht ist. Manche stimmen bestimmt nicht. Aber wie lässt man sich da beeinflussen? Mein Erspartes, meine Arbeitsstelle, diese Arbeitslosigkeit trifft es mich auch. Das ist all das, was auf dich einkommt. Aber da ist es wichtig, dass du deine Stellung als Christ kennst und was für dich alles da ist als Freiheit. Das ist wichtig, dass du das kennst. Und ich habe euch da mal drei Schritte aufgeschrieben. Der Schritt aus der Sklaverei geschieht dadurch, dass du deine Identität kennst. Ich bin ein Kind des Königs. Bin kein Sklave mehr, war ein Sklave, war unterdrückt, unter Sünde. Ich habe mich für Jesus entschieden. Ich bin kein Sklave mehr. Ich gehöre zu Jesus Christus, zu der Familie. Und alles, was dort ist, das gehört mir. Zweitens, neue Mentalität. Das heißt, ich verhalte mich nicht mehr von, wie ich in den alten Tagen mich verhalten habe. Ach ja, alle Schuld liegt, ach ist das alles schwer und so weiter. Ich verhalte, meine neue Mentalität ist mit dem Sieg Jesu identisch. Ja, Herr, du bist größer. Ja, Herr, du hast den Sieg errungen. Ich gehöre zu dir. Ich kann zu dir kommen. Ich darf dir nachfolgen. Du bereitest für mich den Weg. Eine neue Mentalität. Gleiche nicht deine Mentalität dieser Welt an. Gerade in diesen Tagen ist es oftmals so in Gesprächen, ja und ha. Ja, und das Dritte ist meine Perspektive. Wie sieht deine Perspektive aus? Das, was die Medien sagen, was alles schief gehen kann, das, was du mit deinem gesunden Menschenverstand rechnen kannst, dass das alles irgendwo nicht aufgehen kann, ist das deine Perspektive? Oder liest du zum Beispiel in Josua, wo es heißt, stecke deine Pfähle weiter. Ich möchte dir ein neues Gebiet geben. Ich möchte dir weiteres geben. Ich möchte dir größere Dinge zeigen. Ist das deine Perspektive? Das Volk Israel war frei,
aber sie hatten ja Gold und Silber mitbekommen von den Ägyptern auf der Flucht. Und ihr wisst, Mose war auf dem Berg. Und als er herunterkam von dem Berg, hatten die Befreiten aus Ägypten wieder sich selber zum Sklaven gemacht. Sie haben sich wieder selbst zum Sklaven gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? So ein Blödsinn. Sich selbst zum Sklaven gemacht. Was ist dein Götze? Was ist deine heilige Kuh? Wo verbringst du deine Zeit, dein Geld, deine Gedanken? Wo ist das? Als Befreiter hast du dich wieder selber zum Sklaven gemacht, obwohl Jesus dich befreit hat? Sie verließen nicht die Sklavenmentalität und haben sich selbst wieder zu Sklaven gemacht. Warum möchtest du Christ sein, wenn du nicht in der Freiheit leben möchtest? Wisst ihr, ich habe hier Ketten mitgebracht. Und ja, diese Ketten, wenn sie echt wären, würde es mich runterziehen. Die sind aus Kunststoff, darum ist das jetzt kein Problem. Aber du als Befreiter, und viele Christen laufen so durch den Alltag als Befreiter, ich bin frei, oh, und singen, Herr, ich lobe dich in aller Freiheit, in aller Schönheit, ich lobe dich. Und wenn dann der Gottesdienst rum ist, dann sind die Ketten wieder unten und dann, oh ja, und oh ja, und so schlecht, und so, und so, und so. Und ja, und der Herr sagt, warum trägst du diese Last noch? Hast du wirklich die Last abgelegt oder hast du sie mit der Zeit wieder aufgenommen? Er sagt, wirf all deine Last ans Kreuz. Und ich möchte, dass ihr heute hier rausgeht und das wirklich tut im Gebet, all eure Last ans Kreuz zu werfen. Und es ist doch viel authentischer, wenn wir sagen, Herr, danke, dass ich frei bin. Wisst ihr, weil die Welt sieht, wenn die Ketten noch an dir hängen und sagst, ich hol's nochmal. Das aber nicht selber machen, das machen auch viele Christen, die es wieder holen. Wisst ihr, draußen in der Welt, wenn du sagst, es gibt nichts Schöneres als Jesus Christus. Es gibt nichts Schöneres, als mit Jesus zu leben. Er ist sowas, was du brauchst. Er bringt dir ewiges Leben. Ist das attraktiv? Aber so sind doch manche unterwegs. Ihr Lieben, wir sind frei. Lebe auch in dieser Freiheit. Gott möchte dir zeigen, wie du im Geist und in der Freiheit leben kannst. Er will es dir zeigen. Ihre Erfahrung mit Gott, ihr Lieben, hatten sie einen Türpfosten, die Israeliten beim Auszug. Aber es hat nicht gereicht, dass diese Türpfosten mit dem Blut, und für manche reicht es auch nicht, das Kreuz, die Erlösung, weil sie leben nicht in dem Sieg. Es ist deine Entscheidung und es ist eine Entscheidung zu leben als seine Kinder oder als ein Sklave, der jetzt von der Welt zur Religiosität gewechselt hat. Wechsle nicht in eine Religiosität und verfange dich nicht in eine Religiosität, sondern du sollst wirklich, wenn du Ja zu Jesus sagst, komm aus der Welt in die wahre Freiheit für Geist, Seele und Leib. In die wahre Freiheit. Gib mal dem Herrn einen Applaus. Freiheit bedeutet, ein neuer Lebensstil zu leben. Nicht nur, ja, wenn ich Ja zu Jesus gesagt habe. Das ist nicht die Freiheit, sondern lebe danach. Lebe danach. Es heißt Umkehr, ein anderes Leben zu leben, ein Leben des Sieges. Ich möchte noch eine Bibelstelle aus 2. Mose 14, 12 lesen. Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen. Wir hätten bleiben und in Ägypten dienen sollen. Lieber wären wir hier Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen.
neues Denken, einen neuen Geist, neues Denken. Er gibt jeden Tag Neues und sagt nicht, du bist heute wieder so wunderbar religiös. Nein, sondern Neues. Er möchte dir Neues geben, gerade in diesen Tagen. Töte deine heilige Kuh. Jetzt geht es mit manchen durch, mit der Fantasie, das weiß ich. Aber töte deine heilige Kuh, dein Götze, und die dich in der Sklaverei hält. Wo dich, ja, ich kann nicht, ich muss und das und jenes, sonst bin ich nicht gut genug für Jesus, wenn ich das und jenes nicht tue. Komm zu Jesus und werde sein Kind. Und die meisten hier, die sind es bestimmt. Aber dann entscheide dich, in Freiheit zu leben. Es haben sich viele dafür entschieden, mit Jesus zu gehen. Aber dann ist auch der Schritt in das neue Leben, lebe in der Freiheit. Dass es auch dein Nächster sieht, dass du in der Freiheit lebst. In seiner Gegenwart gibt es keine Sklaverei. Und Sklaverei, das ist so viel, der Feind möchte dich immer in Sklaverei bringen. Und wenn da du ihm irgendwo die Tür öffnest, wo du sagst, oh und atmet, ja und das ist alles so schwierig, dann sagt er, genau, jetzt hast du begriffen, das ist wirklich schwierig. Und da kann selbst Gott nicht helfen. Kennt ihr die Stimme? Die möchte euch nachts überreden, dass alles schief geht. Ich sage dir, lebe in der Freiheit. Jesus starb, dass du deine heilige Kuh oder Kühe töten kannst in deinen Gedanken. Die ganzen Gedankengebäude, dass du sie töten kannst. Er starb, dass du total frei von der Sklaverei sein kannst in Leib, Seele und Geist. Ohne Identität bist du ein Sklave deiner Umstände. Und noch ein letztes Bibelwort, 2. Mose 20, Vers 2. Ich, der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er hat dich befreit. Bleibe nicht drin. Das Volk Israel ist in der Sklaverei drin geblieben. Josua und Kaleb sind da ausgebrochen, aber die anderen immer in der Sklaverei und sie haben sich so wohl gefühlt mit der Zeit. Sie hatten immer Essen, sie hatten alles, was sie so brauchten, nur sie kamen nicht weiter. Sie haben sich immer im Kreis gedreht. Und wie viele Christen gibt es, die auch alles so haben, es geht alles so einigermaßen gut, alles durchschnittlich. Und sie sind damit zufrieden, aber sie kommen nicht weiter. Er hat auch dir verheißen, über den Jordan zu gehen in das verheißene Land. In das Ziel, was er für dich verheißen hat. Raus aus Ägypten, wisst ihr, man ist erst raus, wenn man den Jordan überquert hat. Wenn man wirklich in das neue Leben rausgeht und dort wirklich in Freiheit lebt. Es liegt in deiner Entscheidung, wie frei du von der Sklaverei sein möchtest. Er hat alles getan, dass du frei sein kannst. Genieße, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. Genieße, ein Kind des lebendigen Gottes zu sein. O Herr, als Christ, alle sind gegen mich und alles ist so schwer und alles. Nein. Genieße, ein Kind dessen zu sein, der dich geschaffen hat. Ein Kind dessen zu sein, der Jesus ans Kreuz gebracht hat. Du sagst, oh, ist aber grausam. Ja, hat er getan, damit du wirklich Kind des lebendigen Gottes dich nennen darfst. Und es auch bist. Und das ist das Wunderbare. Das ist, dass du wirklich da dazu gehörst, ist egal, welche Staatsangehörigkeit du hast und welche Hautfarbe du hast und es ist total egal. Wichtig ist es, dass du begreifst, du bist ein Kind des lebendigen Gottes und es ist deine Entscheidung, ob du in der Freiheit bist.
leben möchtest. Amen. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.